Beziehe Kurven, gerade Segmente, Kapitel 3. In diesem Video untersuchen Sie die Beziehung zwischen Kurvensegmenten und geraden Liniensegmenten. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen DRAW. Gerades Liniensegment beim Erzeugen der Kurve mit der Maus. Schalten Sie den Punktmodus ein. Fangen Sie dann wie im ersten Kapitel an, klicken Sie auf das Symbol Kurve. Setzen Sie den Mauszeiger auf den Arbeitsbereich und ziehen Sie mit gedrückter Maustaste nach rechts unten. Dann lassen Sie die Maustaste los und bewegen die Maus nach rechts oben. Beenden Sie das Zeichnen nicht mit einem Doppelklick, sondern klicken Sie nur einmal. Das erzeugt einen Ankerpunkt und das erste Segment ist damit fertig. Drücken Sie keine Maustaste, sondern bewegen Sie die Maus ein Stück weiter und beenden das Zeichnen dann mit einem Doppelklick. Sie haben nun offensichtlich ein Kurvensegment und ein gerades Liniensegment erzeugt. Ziehen Sie den Steuerpunkt vom mittleren Ankerpunkt herunter, damit Sie den Ankerpunkt besser erreichen können. Dabei bemerken Sie, dass sich dieser Steuerpunkt nur auf das erste Segment bezieht. Schaltfläche, in Kurve umwandeln, als Indikator. Liniensegmente und Kurvensegmente sind miteinander verwandt. Klicken Sie nacheinander auf die Ankerpunkte und schauen Sie sich jeweils an, wie die Schaltfläche in Kurve umwandeln in der Symbolleiste Punkte bearbeiten aussieht. Sie sollten folgende Beobachtung machen: Folgt auf einen Ankerpunkt ein Kurvensegment, ist die Schaltfläche eingedrückt. Folgt auf einen Ankerpunkt ein Liniensegment, ist die Schaltfläche nicht eingedrückt. Folgt auf einen Ankerpunkt gar kein Segment, steht die Schaltfläche nicht zur Verfügung. Es wurde die Sprechweise folgt auf einen Ankerpunkt benutzt. Doch in welcher Richtung? Vergleichen Sie die Ankerpunkte miteinander. Sie bemerken, dass das Quadrat des linken Ankerpunktes etwas größer ist als bei den anderen Ankerpunkten. Dadurch ist festgelegt, dass dieser Punkt der Anfangspunkt ist. Schaltfläche, in Kurve umwandeln, zum Umwandeln. Mit der Schaltfläche, in Kurve umwandeln, kann man das Segment, das auf den markierten Ankerpunkt folgt, von einem Liniensegment in ein Kurvensegment umwandeln oder umgekehrt. Probieren Sie es aus. Schalten Sie in den Punktmodus. Markieren Sie den linken Punkt. Und klicken Sie auf die Schaltfläche, in Kurve umwandeln. Aus einem Kurvensegment wird eine einfache Strecke. Wenn Sie alle Segmente in Liniensegmente umgewandelt haben, also gar keine Steuerpunkte mehr existieren, erkennt LibreOffice dies und vereinfacht die interne Darstellung zu einer Vielfachlinie. Nun klicken Sie wieder auf die Schaltfläche, in Kurve umwandeln. Jetzt wird aus dem Liniensegment eine Kurve. Diese ist allerdings zunächst noch gerade, weil der Steuerpunkt direkt auf die Kurve gelegt wurde. Achten Sie auf die Statusleiste. Wenn Sie nun den Steuerpunkt bewegen, biegt sich die Linie entsprechend. Nehmen Sie nochmals das ursprüngliche Objekt. Wählen Sie den mittleren Ankerpunkt aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche, in Kurve umwandeln. Auch hier wird der Steuerpunkt direkt auf die Linie gelegt, sodass das Segment weiterhin gerade aussieht. Beachten Sie außerdem, dass Ihre Operation nur das Segment verändert hat, das nach dem Ankerpunkt kommt. Das vorige Segment hat sich nicht verändert. Steuerpunkte sichtbar machen. Ob ein Linienzug, eine Beziehkurve oder eine Vielfachlinie ist, hängt nicht von der Form der Segmente ab, sondern nur davon, ob Steuerpunkte vorhanden sind oder nicht. Diese sieht man aber im normalen Modus nicht. Selbst bei eingeschaltetem Punktmodus sehen die Objekte noch gleich aus. Erst wenn man sich auch Steuerpunkte anzeigen lässt, erkennt man, ob gerade Liniensegmente oder Kurvensegmente vorliegen. Sie wissen schon, dass im Punktmodus bei einem ausgewählten Punkt seine Steuerpunkte und ihre Hilfslinien angezeigt werden. Um alle Steuerpunkte zu sehen, müssen alle Ankerpunkte ausgewählt sein. Wenn der Punktmodus eingeschaltet ist und ein Objekt ausgewählt ist,
können Sie durch Aufziehen eines Auswahlrechtecks oder mit der Tastenkombination Steuerung und A alle Ankerpunkte gleichzeitig auswählen. Dadurch werden dann auch alle Steuerpunkte mit Ihren Hilfslinien angezeigt. Mit der Taste Escape beenden Sie diesen Modus. Möchten Sie nicht nur vorübergehend alle Steuerpunkte sehen, schalten Sie die Benutzeroberfläche entsprechend um. Die Einstellung Alle Steuerpunkte im Bezier-Editor finden Sie unter Extras, Optionen, LibreOffice Draw, Ansicht. In den Beispielen ist das linke Objekt eine Vielfachlinie. Das Objekt in der Mitte besteht aus zwei Kurvensegmenten und das rechte Objekt besteht aus einem Kurvensegment und einem Liniensegment. Übergangsart eines Ankerpunkts ändern. Sie können die Umwandlung eines geraden Segments in ein Kurvensegment auch dadurch erzwingen, dass Sie für den Ankerpunkt einen Übergang setzen. Bei Anfangs- und Endpunkt kann dies natürlich nur ein Eckpunkt sein. Wenn Sie den Anfangs- oder Endpunkt ausgewählt haben, wird die Schaltfläche Eckpunkt schon gedrückt angezeigt. Klicken Sie einfach nochmals darauf, um einen Steuerpunkt zu erzeugen. Bei einem mittleren Punkt sind auch die anderen Übergänge möglich. Klicken Sie also auf den mittleren Punkt, um ihn auszuwählen, und dann auf das Symbol glatter Übergang bzw. symmetrischer Übergang. Weil bei einem glatten und bei einem symmetrischen Übergang die Steuerpunkte gekoppelt sind, werden für das davorliegende und das folgende Segment die Steuerpunkte gleichzeitig erzeugt. Ist der Ankerpunkt zwischen zwei geraden Linien, werden daher beide Segmente gleichzeitig umgewandelt. Damit lassen sich sehr schnell Vielfachlinien in gebogene Linien umwandeln, aber die umgekehrte Richtung ist damit nicht möglich. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter